wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben 20 nach 9, habe gerade Alexa gefragt, wie viel Uhr wir haben, weil ich überhaupt keinen Plan hatte. Ich stehe hier tatsächlich noch mit meinem Schlafanzug, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, im Schlafanzug einen Vlog gestartet. Aber ich bin gerade eben aus dem Bett gehüpft und bin dann mit meinen Klamotten hier runter und habe jetzt erstmal Frühstück vorbereitet. Jakob hat nämlich heute einen freien Tag, denn morgen ist für ihn ein großer, wichtiger Tag, sage ich jetzt mal. Er schreibt nämlich morgen seine Zwischenprüfung von der Ausbildung. Und die haben halt vom Chef von der Firma einen Tag vorher halt jetzt frei bekommen, damit sie heute komplett sich aufs Lernen konzentrieren können. Jakob ist jetzt gerade nochmal schnell nach Gerolstein. Wir waren nämlich gestern einkaufen und er hatte Wasser vergessen. Das holt er schnell und bringt dann Brötchen mit. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich Frühstück. Und habe hier jetzt einfach mal so ein bisschen was hingestellt. Auch so ein bisschen Aufschnitt, Margarine. Natürlich auch Just Spices. Das Stullen Spice benutzen wir richtig, richtig gerne, wenn wir frühstücken. Und ich werde euch den Link nochmal in die Infobox setzen. Mein Code ist natürlich immer noch gültig. Da könnt ihr immer noch bestellen und bekommt dann habe einen Mindestbestellwert von 20 Euro. Mein Lieblingsgewürz dazu, und zwar das Hähnchengewürz. Eigentlich ist es nicht nur mein Lieblingsgewürz, sondern von uns, weil Jakob liebt das auch total. Und das Stullenspice ist aber auch total geil. Ich habe das eben schon mal so ein bisschen über die Tomaten gemacht. Das sieht einfach so geil und lecker aus. Hier ist zum Beispiel Salz drin, Paprikaraspeln, Tomatenflocken, Zwiebelraspel, Lauch, Schwarzkümmel, geräuchertes Salz, Schnittlauchröhrchen, Pfeffer und so weiter und so fort. Also richtig, richtig lecker, vor allen Dingen aufs Brot. Und ja, wollte ich euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass mein Code dauerhaft gültig ist und dass ihr damit ein Gewürz umsonst dazu bekommt und ihr euch da auf jeden Fall mal austoben könnt. Ich werde aber natürlich mein Pyjama gleich mal ablegen. Ich habe mir meine Klamotten schon mit runtergebracht, denn ich wollte jetzt duschen. Allerdings dachte ich, komm, machst du erst schnell Frühstück, weil Jakob ja gerade weg ist. Der holt sich Wasser, wie gesagt, und bringt dann lecker Brötchen mit. Und dann werden wir frühstücken. Und ja, ich dachte jetzt, wo das Frühstück schon mal hier angerichtet ist, melde ich mich kurz bei euch und dann schnappe ich mir jetzt meine Klamotten und gehe mal unten bei Oma duschen. Denn oben ist mir gerade echt ein bisschen kalt, weil die Temperaturen wieder runtergegangen sind. Wir hatten hier die ganze Zeit so 10 bis 12 Grad. Super schön und richtig schön sonnig. Die Sonne ist zwar trotzdem da, aber wir haben gerade minus 4 Grad. Sehr gut. Liebe ich ja nicht. Ja, und dann sieht der Tag eigentlich heute, ich schätze mal bis spät Nachmittag oder Abend, so aus, dass Jakob lernt. Denn der ist so jemand, also ich zum Beispiel könnte das nicht den ganzen Tag, das gebe ich ehrlich zu. Da hätte ich irgendwann so einen Schädel und ich könnte mich irgendwann gar nicht mehr konzentrieren. Aber Jakob, der klemmt sich da aber total hinter, bin ich immer richtig stolz. Und ich freue mich natürlich auch, dass er diesen ersten Meilenstein morgen schafft. Und damals bei meiner Zwischenprüfung, weiß ich noch, ich war richtig nervös, aber ich war so gut. Also ich war nie diese perfekte Schülerin und habe immer eigentlich, ja, so, ich war immer so ein Durchschnitt oder manchmal auch unterm Durchschnitt. Und ich weiß noch, ich habe bei der Zwischenprüfung so gut abgeschlossen, abgeschnitten, dass mein Ausbilder damals gefragt hat, ob ich geschummelt habe. Ich wollte ja heute ein bisschen ein kleines Schiff machen. Wir waren ja am Wochenende nicht da und waren bei meinen Eltern. Das war richtig schön. Aber jetzt ruft halt wieder der Alltag und hier muss man ein bisschen klar schief gemacht werden. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ja, eigentlich, ich hatte auf jeden Fall, fangen wir mal so an, bevor sonst alles kreuz und quer ist. Ich hatte vor ein paar Tagen die Idee, etwas zu holen für mich und habe dann bei eBay Kleinanzeigen erstmal geguckt. Ihr wisst, ich liebe eBay Kleinanzeigen, da kann man so viel gute Sachen finden und ich liebe es halt eher so Secondhand erstmal zu gucken, ob man was Gutes finden kann. Auf jeden Fall habe ich dann was gefunden und wir sollten eigentlich heute Abend dahin fahren. Dann hat die Frau mir aber geschrieben, dass sie schon Zeit hat und dann haben wir gesagt, komm, eigentlich ist das ganz praktisch, dann fahren wir schon vormittags, fahren das schnell holen und dann hat Jakob den ganzen Tag halt zu Hause Zeit und muss nicht abends nochmal weg für sein Lernen und so, was er nachher dann anfangen will. Hier steht es, also er steht jetzt ein bisschen schief, wir tragen es jetzt gleich ins Schlafzimmer und hier Hocker dazu und ich habe gerade noch ein paar Sachen bei Teddy besorgt dafür. Zeige ich euch natürlich alles gleich. Auf jeden Fall habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen einen Schminktisch gekauft. Der ein oder andere ist jetzt wahrscheinlich vom Stuhl oder vom Sofa gefallen und denkt sich so, Jessica, was möchtest du bitte mit einem Schminktisch? Du schminkst dich gefühlt einmal in 5 Jahren. Das ist allerdings eigentlich richtig. Ich habe mir aber gedacht, dass ich gern irgendwie sowas hätte, wo ich die Sachen, die ich habe, gerne reinräumen möchte.
Vor allen Dingen habe ich das jetzt seit Karneval halt gemerkt. So, ich habe mich zu Karneval geschminkt und ich habe ja auch von meinen ganzen Schminksachen, die ich hatte, schon so viel weggegeben, weil ich einfach so viel nicht brauche. Ich habe das früher mal gekauft, weil ich es schön fand, weil ich es cool fand. Ab und zu habe ich mal ein Video dazu gedreht, aber irgendwie war das nicht so das Wahre. Und ich bin halt einfach nicht dieser Schminkmensch oder dieser Beauty-Guru. Aber trotzdem, die Sachen standen immer irgendwo in der Ecke und wenn man sie halt mal braucht, dann muss man gefühlt in den tiefsten des Schranks alles rausräumen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir gedacht, ein Schminktisch wäre vielleicht ganz gut. Sieht natürlich dann auch schön aus. Und ich könnte natürlich dann auch morgens mich da fertig machen und so mit Gesichtscreme und dies und das und jenes. Habe ich jetzt bei eBay geguckt und da habe ich einen gefunden für 15 Euro. Da sind oben auf der Platte ein paar Macken. Das zeige ich euch jetzt gleich. Allerdings habe ich da schon so eine kleine Idee, was ich da mache, damit man das nicht mehr sieht. Ich fand es richtig cool. Übrigens, Jakob räumt da gerade unsere dreckige Wäsche vom Koffer vom Wochenende noch aus. Und so sieht er auf jeden Fall aus. Ich habe schon gesehen, der Stuhl oder der Hocker, der dabei ist, ist von Ikea. Richtig cool. Und da habe ich mir gerade hier noch so ein paar Utensilien gekauft, die ich euch jetzt gleich auch mal zeige. Steht! Bitteschön. Dankeschön! So, jetzt seht ihr ihn nochmal, wie er dann aussehen soll. Ich fand es eigentlich ganz süß. Wie gesagt, ne, ich hatte eh die Idee, dass hier in der Ecke noch was fehlt. Und dann ist mir halt die Idee mit dem Schminktisch gekommen und ich dachte, das könnte vielleicht ganz süß sein. Und ja, ich fand den wirklich schön, die Beine, das gefällt mir irgendwie so, diese Aufmachung. Und wie gesagt, der hat hier oben ein paar Macken, das sieht man hier so ein bisschen. Ja, ich habe mir aber überlegt, ich möchte die Platte jetzt nicht austauschen. Ich werde da einfach alles ordentlich sauber machen und dann werde ich das einfach folieren, also Klebefolie oben drauf machen. Und dann sieht man das schon nicht mehr, weil es muss auch nicht perfekt sein oder sonstiges. Das war jetzt, wie gesagt, 15 Euro. Hier ist noch so eine Schublade, was ich ganz cool finde. Muss ich jetzt gleich alles mal sauber machen. Und das reicht. Und dann ist, wie gesagt, der Hocker hier dabei. Den stelle ich dann hier hin. Ich finde es aber trotzdem ganz schön, so ein Fleckchen zu haben, wo ich die Sachen reinmachen kann. Weil ich es trotzdem viel zu schade finde, dass die halt irgendwo hier in unserem Abstellraum im Schlafzimmer in der Ecke versauern. Und ja, es kann ja auch ganz schön aussehen. Der Stuhl steht ja auch hier und ich glaube, das passt ganz gut. Ich werde mich jetzt mal hier ranmachen. In this whole world, no, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty, because there ain't nobody love you like I, like I do, like I do, like I do, like I do, like I do. Sagen, die Perspektive finde ich eigentlich ganz geil, wenn man hier so sitzt. Ich habe jetzt alles mal abgewischt und schön sauber gemacht. Riecht jetzt alles schön auf Pfefferminze. Ich habe diesen Badreiniger genommen. Also der ist jetzt nicht nur für speziell für Badezimmer, aber ich fand es halt geil, weil hier riecht jetzt alles nach so After Eight. Voll geil. Ich wollte euch jetzt noch schnell zeigen, was ich bei Teddy besorgt habe. Ich habe mir hier so ein kleines Pflänzchen mitgenommen. Das war reduziert auf 3 Euro. Ich fand das ganz süß. Ich dachte, das könnte vielleicht ganz schön aussehen, wenn ich das hier hinstelle. Genauso wie so eine Kerze. Ich habe das so in Grau gehalten, weil wir haben ja im Schlafzimmer so weiß-grau. Die hat 2 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einen neuen Spiegel gekauft, weil ich habe jetzt nicht vor, hier so einen riesigen Spiegel hinzuhängen. Und eigentlich würde ich den sowieso nicht brauchen, weil so ein kleiner Spiegel für mich vollkommen ausreicht. Er war auch reduziert auf 3 Euro, ist einfach hier so ein kleiner Spiegel. Und dann habe ich mir noch so ein paar Aufbewahrungssachen geholt. Ich dachte, das wäre ganz süß, um hier hinzustellen für meine Pinsel. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen was geholt. Einmal so ein großes Aufbewahrungsdings. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz cool für halt größere Sachen. Das hat jetzt 3 Euro gekostet. Dann habe ich davon noch einmal die kleinere Variante, also einmal so die Hälfte. Das hat 1 Euro gekostet.
Und dann habe ich mir noch, ich wusste halt jetzt nicht, wie viel ich brauche oder wie ich das am besten aufteilen kann. Und ich muss dann gleich auch mal gucken, wie das hier so reinpasst von der Aufteilung her. Habe ich einfach die noch mitgeholt. Und zwar für 1 Euro, das sind 3 Stück. So ein Dreierpack, wie gesagt, und auch einfach in Weiß. Und dann wollte ich jetzt mal gucken, ich glaube, so passt es nicht rein. Nee, aber so passt es rein. Das ist doch perfekt. Ich würde sagen, dass ich soweit fertig bin. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Deko hingestellt. Ihr wisst ja, ich liebe meine Baumscheiben, die ich von meinem Schwiegerpapa bekommen habe. Die haben wir damals alle von ihm selbst gesägt zur Hochzeit gekriegt für die Deko. Und die finden sich im ganzen Haus wieder. Da habe ich jetzt einfach die Pflanze und die Kerze drauf gestellt. Finde ich ganz süß. Dann hier meine Tagescreme und einmal hier dieses... jetzt komme ich nicht drauf. Serum, genau. Von Yepoda, was ich nämlich ganz gut finde. Dann den Spiegel, hello. Und hier habe ich jetzt diese zwei Behälter mit den Pinseln. Wie gesagt, das sind ja so kleine Pinsel, aber die wollte ich halt trotzdem da reinstellen. Und dann habe ich hier meine Ohrringe noch hingestellt. Das sind jetzt ein Teil von meinen Ohrsteckern. Die habe ich jetzt alle mal auch aufgeräumt und das Ding mal sauber gemacht, aussortiert. Da waren so viele, die auch schon verrostet waren und so. Also ja, habt jetzt einfach mal so richtig schön Ordnung gemacht. Und hier sieht es jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier die Behälter reingepackt, das passt auch ganz gut. Hier hinten, wo noch ein bisschen frei ist, wo der dritte von hier nicht mehr reingepasst hat, habe ich jetzt meine zwei Haarbürsten. Und ja, hier dann einfach so ein bisschen, ich habe hier auch noch so eine Augencreme. Und dann, ja, alles, was ich so habe, Pinselreiniger, noch ein kleiner Spiegel. Hier dann so ein bisschen Kram, meine Paletten. Und das passt jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt hat das alles seinen Platz und das gefällt mir wirklich jetzt gut, wie das hier steht. Hier stand ja vorher der Baum, den habe ich jetzt einfach mal kurz rübergestellt. Da muss ich mal schauen, ob ich den hier im Schlafzimmer lasse oder ob ich den jetzt woanders hinstelle, vielleicht irgendwie ins Büro oder so. Denn ja, hier passt er jetzt nicht mehr hin. Ich hatte überlegt, ob ich, wenn ich den Schminktisch so bis hier an die Ecke stelle, ob ich den hier zwischenstelle, aber ich weiß nicht, ob mir das zu viel ist. Ich finde es so schön. Ich gucke mal, ob ich hier vielleicht noch ein Bildchen finde, was ich hier hinhänge. Damit da auch noch was hängt. Aber wie gesagt, so einen großen Spiegel zum Beispiel brauche ich nicht. Da reicht mir auf jeden Fall hier der kleine. Den habe ich jetzt hier hingesetzt und ich bin richtig begeistert. Ich hatte ja noch nie so ein Ding, aber irgendwie finde ich es schon ganz geil, muss ich sagen. Ich finde ja schon, dass das eine coole Perspektive zum Film ist irgendwie, ne? Ich habe mich jetzt mal hier an meinen Schminktisch gesetzt. Dass ich das mal irgendwie sage, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber gut. Und ich sollte wohl erstmal meine Haare kämmen. Da bin ich ja auch nicht so der Profi drin, ne? Deswegen habe ich ja auch eigentlich nie lange Haare. Weil lange Haare brauchen halt Pflege. Und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, dass ich darauf keinen Bock habe oder dafür zu faul bin. Wenn ich so kurze Haare habe, perfekt. Aber ich hatte mich halt jetzt mal dafür entschieden, die nochmal ein bisschen wachsen zu lassen. Weil ich hatte ja auch schon mal längere Haare. Es gibt so lästige Aufgaben und das ist irgendwie so eine davon, finde ich. Ich würde halt auch gerne nochmal so komplett kurze Haare machen. So wie, wie ich das schon mal hatte, jetzt also diese Kurzhaarfrisur. Ich finde irgendwie, wenn man sich so ein bisschen fertig macht, also ich mache ja nie so wirklich viel, aber dann fühlt man sich trotzdem so ein bisschen fresher.
meine Tagescreme. Boah, die riecht so geil frisch, ne? Dann habe ich noch so eine Augencreme. Die habe ich jetzt seit einiger Zeit. Da steht jetzt Anti-Falten. Also das ist mir eigentlich egal. So krass viele Falten habe ich noch nicht. Ich finde dieses Gefühl unter den Augen einfach geil. Also die ist schon gut, die pflegt. Aber ich finde dieses Gefühl einfach geil, dass ich unter den Augen so eine Kühlung habe. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich mich heute mal schminken soll. Einfach zur Feier des Tages, weil ich an meinem Schminktisch sitze. Aber ich weiß nicht. Ich bin halt nur zu Hause und eigentlich wäre es unnötig. Aber irgendwie hätte ich vielleicht doch Lust drauf. I was worried you blow up my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. The way you're making me shake your hands on myself, like you're pulling the trigger, right? This very finger for people like them. Oh, no, no. When darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high up in the sky. Oh, it's the way. So, ich habe mir jetzt ein bisschen fertig gemacht. Das ist immer so ungewohnt. Schon am Karneval war das so krass, dass ich mich plötzlich wieder so krass geschminkt habe. Also ich habe jetzt natürlich nicht so viel krass gemacht. Das ist, was ich früher zum Beispiel auch als Alltags-Make-up gemacht habe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel You Are Foundation benutzt. Ich glaube, die Marke hieß ja You Are Cosmetics. Mit denen hatte ich vor ein paar Jahren mal so eine Mini-Kooperation. Das finde ich eigentlich ganz geil, das Ding. Und das ist eigentlich so seit Jahren immer mein Puder. Das habe ich natürlich dann drüber gemacht. Und hier habe ich eine Mascara oder Wimperntusche von NYX. Die war mal in einem Adventskalender von ein paar Jahren drin und die benutze ich halt. Ich habe noch zwei andere, auch einmal von You Are Cosmetics und einmal von Maybelline. Also ja, ich musste auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufrüsten. Ich weiß auch gar nicht, was das war. Also ich habe ja 2019, nachdem wir geheiratet haben, mich irgendwie dann nicht mehr geschminkt. Und ich weiß auch gar nicht, wieso. Also ich hatte plötzlich einfach keine Lust mehr drauf. Also ich muss sagen, ich werde jetzt wahrscheinlich auch kein Beauty-Master oder so. Ich werde mich bestimmt auch jetzt nicht jeden Tag hier fertig machen oder so. Obwohl ich schon sagen muss, dass es hier, wenn man so sitzt, schon mehr Spaß macht, als wenn man das so zwischendurch mal schnell macht. Aber ich glaube, das wäre generell so nichts für mich, weil ich halt einfach eher diese natürliche Person bin. Und Schminke, um sich schön zu fühlen, brauche ich zum Beispiel nicht. Aber ich muss da auf jeden Fall so ein kleines bisschen noch aufrüsten, weil ich habe zum Beispiel auch keine Beauty-Blender mehr oder, wie habe ich ja gestern schon gesagt, so ordentliche Pinsel, wenn ich mal so ein Make-up machen will, also Augen-Make-up, dass ich dann da meine Lidschatten gut verblenden kann und so. Also da muss ich dann auch nochmal schauen. Jetzt wäre ich fast nach hinten runtergefallen, ey. Ich mache weder Rouge noch Contouring oder Highlighter. Also im Alltag finde ich das viel zu übertrieben für mich persönlich. Wenn jetzt einer im Alltag voll Bock darauf hat, ein Fullface-Make-up zu machen, go for it. Mach, was du für richtig hältst oder was du geil findest. Aber für mich wäre es auf jeden Fall jetzt nichts. Ich fühle mich jetzt schon total zugekleistert und total komisch irgendwie. Ich habe schon ewig nicht mehr so lange in einem Video über Beauty-Kram gelabert. Ich muss sagen, es macht halt schon auf jeden Fall Spaß, wenn man hier so sitzt und das so ein bisschen macht. Also ich kann die Leute, die so Schminktisch haben, auf jeden Fall jetzt verstehen und finde es richtig, richtig schön. Und ja, so wie das hier steht, ist es auch süß. Im Licht sieht man es eventuell noch ein bisschen besser. Und damit fühle ich mich dann eigentlich ganz wohl. Das ist jetzt nicht so krass zugekleistert, aber ich merke halt sofort, dass ich irgendwas auf der Haut habe, was ich sonst nicht habe. Und das ist halt schon so ein bisschen ungewohnt. Und dann werde ich mich jetzt mal anziehen und dann mal an den PC setzen. Ich habe gerade eben schon gehört, dass E-Mails gekommen sind, weil das die ganze Zeit Düng und Düng gemacht hat. Also dieses komische Geräusch von Apple.